bringen. Er ist nämlich preisgekrönt. Kämpfe haben leider sehr, sehr wenig mit der Freiheit zu tun, die vielen Leute für die beste Schauspielerin übergeben zu dürfen. Denn alle drei von euch und alle eure Projekte stimmen mich positiv. Denn es geht um Stärke, es geht um Freiheit und es geht um Veränderung. Und solange Menschen wie ihr Kunst macht, solange Projekte wie eure existieren, haben der blaue Panther. So, Soma Pisel! Vielen, vielen Dank. Boah, ich dachte, ich wäre cool, aber mein Herz rutscht gleich auf den Boden. Meine Mama ist heute da. Okay. Erstmal, Padawesen King, das ist ein Ensemble-Ding. Und ohne meine Girls würde ich nicht hier stehen. Deswegen, ich teile diesen Pantherkuchen mit Jeanne, Chauvet und Roxana. Ich habe euch so lieb. Und das ist einfach so ein Geschenk, mit euch zusammenzuarbeiten. Er ist unser Regisseur. Das war seine Lieblingsregieanweisung. Er hat immer gesagt, so, ey Mädels, gib mir noch ein bisschen mehr Ping-Pong-Spiel. Weil Pada lebt von der Improvisation. Und Ping-Pong kann man auf jeden Fall nicht alleine spielen. Deswegen, der gehört auch euch. Ja. Ich glaube, was Pada so belebend und ansteckend macht, ist, dass wir miterleben, wie diese vier Frauen ein selbstbestimmtes, freies Leben führen. Sie gehen nachts auf den Straßen, sie kleiden sich, wie sie wollen, sie lieben wen und wie sie wollen. Sie entscheiden selbst über ihre Körper und, oh Gott, ich bin so fucking aufgeregt. Und sie haben die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und warum? Weil sie in dem Land, in dem sie leben, auf einem Fundament grundlegender Menschenrechte stehen. Und manchmal verliere ich mich so in so Gedanken und denke so, das, was ich mache, ist total bedeutungslos mit all dem, was abgeht in der Welt und im Iran und den Protesten. Und jetzt bin ich so dankbar, dass dieser Preis dafür stehen kann, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen, für die Freiheit aller Frauen in der ganzen Welt. Und wir sind alle eins. Meine Stimme ist auch eure Stimme. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind nicht getrennt voneinander. Leben, Frauen, Freiheit. Peace.